Was zum Arsch ist der Name von diesem Stoff? Kein Dunst? Perfekt, wir schauen uns heute nämlich mal an, wie man solche Stoffe benennt. Strukturformen lesen, Schritt für Schritt erklärt. So, ihr steht mal jetzt vor einer Strukturformel. Die hier. Was macht man jetzt zuerst, um den Namen herauszufinden? Zuerst sucht ihr nach der Hauptkette, also der längsten Kohlenstoffkette. Und damit ihr die nicht mehr aus den Augen verliert, hier unser erster Tipp. Auf alle Fälle einkreisen. Das hier wäre die längste Kohlenstoffkette. Das sind nämlich die meisten C-Atome in einer Reihe. Wenn das mal geschafft ist, kommt der nächste Schritt. Ihr schreibt an die Kette dran, was es ist. Ihr benennt also diese Hauptkette. Dafür gibt's so eine tolle Tabelle hier. Je nachdem, wie viele Kohlenstoffatome man hat, gibt's halt einen anderen Namen. Die Tabelle solltet ihr deswegen unbedingt auswendig drauf haben. In unserem Beispiel haben wir 8 Kohlenstoffatome, also Oktan. Damit wir das nicht mehr vergessen, schreiben wir das direkt mal drunter. Dann nächster Schritt. Die Seitenketten benennen. Und dafür ruhig auch einkreisen oder zumindest markieren. Das hier wären die beiden Seitenketten. Also das, was halt noch seitlich so raushängt. Nach der Anzahl der Kohlenstoffatome dann auch die Benennung der Reste hinschreiben. Also bei einem Kohlenstoffatom eben Methyl, bei 2 Kohlenstoffen Ethyl, ergibt sich genauso aus dieser Tabelle. In der Spalte Name des Restes, wie gesagt, lernt die unbedingt auswendig. Wenn ihr alle Seitenketten habt, könnt ihr die mit genügend Platz und nach dem Alphabet sortiert unten drunter schreiben. Also zuerst Ethyl, dann Methyl. E steht nämlich im Alphabet vor M. Jetzt fehlen nur noch die Zahlen vor den Seitenkettenbezeichnungen. Dafür geht ihr die Hauptkette mal von beiden Seiten durch und schreibt die Nummern dran. Also einmal von links durchgezählt und einmal von rechts durchzählen. Jetzt wird geschaut, wo die Seitenketten dranhängen. Einmal hier und einmal hier. Als Zahl nehmt ihr dann die niedrigeren, also die, für die die Summe kleiner ist. Man zählt also von beiden Seiten durch, um herauszufinden, von welcher Seite die Zahlen insgesamt kleiner sind. In unserem Fall von links, also die 3 und die 5 ergeben zusammen 8, das ist kleiner als die 6 und die 4 zusammen, die ergeben nämlich 10. Diese Zahlen schreiben wir dann vor die Seitenkettenbezeichnungen. Das Ethyl hängt nämlich am 5. Kohlenstoffatom und das Methyl am 3. Damit heißt unser Stoff 5-Ethyl-3-Methyl-Oktan. Fertig. Schwieriger wird's mit mehr Seitenketten, deshalb schauen wir uns das Beispiel an. Wir gehen wieder genau wie vorhin vor, Hauptkette einkreisen und benennen. Hier haben wir jetzt ein kleines Problem, denn es gäbe 2 Möglichkeiten, die gleich lang sind. Einmal einfach von links nach rechts die 9er-Kette. Oder von unten und dann nach rechts gibt auch 9 C-Atome. 9 C-Atome bedeutet auf jeden Fall Nonan. Aber welche Kette nehmen wir jetzt als Hauptkette? Da gibt's zum Glück eine einfache Regel. Wenn man mehrere Optionen für die längste Kette hat, wie hier 2, dann nimmt man die mit den meisten Seitengruppen. Und im ersten Fall hätten wir 5, im zweiten nur 4. Also ist hier diese Kette unsere Nonan-Hauptkette. Perfekt, weiter geht's. Seitenketten markieren und alle Bezeichnungen hinschreiben. Diesmal haben wir ziemlich viele Seitenketten, eben die 5 Stück, und das wären 2-mal Ethyl, 3-mal Methyl und 1-mal Propyl. Das Ganze wird jetzt wieder alphabetisch unten im Namen sortiert. Zuerst Ethyl, dann Methyl und am Ende Propyl. Jetzt wichtig, wir haben ja 3-mal den Methylrest, deshalb muss das Zahlwort für 3 noch vorne dran, also Tri. Heißt, nach Schritt 4 kann es sein, dass wir noch Zahlwörter vor die Seitenketten schreiben müssen, wenn eine mehrmals vorkommt. Da wir auch 2 Ethylreste haben, kommt da noch ein Di für 2 davor. Zu guter Letzt fehlen noch die Zahlen. Hier einfach von links und von rechts anfangen zu zählen. Von links bekommt man aber kleinere Zahlen. Vor die Reste schreiben wir jetzt immer die Zahlen, an denen die Reste dranhängen. Wir haben beim 5. Kohlenstoffatom 2 Ethylreste. Deshalb 5,5 Diethyl. Methylreste hängen am 2., 3. und 4. Kohlenstoffatom. Deswegen 2, 3, 4 Trimethyl. Der Propylrest hängt am 4. Kohlenstoffatom. Deshalb 4 Propyl. Und wenn ihr jetzt alles hingeschrieben habt, steht die Lösung 5,5-Diethyl-2,3,4-Trimethyl-4-Propylnonan da.
Damit habt ihr jetzt die Vorgehensweise und die Tipps, um alle Alkane problemlos zu benennen. Wenn euch die Nomenklatur noch genauer interessiert, dann schaut euch das Video hier an. Einfach klicken. Gebt einen Daumen nach oben, wenn euch die Tipps weitergeholfen haben. Wir sagen Danke, haut rein, erzählt eurer Oma von unserem Kanal. Bis dann, macht's gut und ciao.